Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Swings und die verfluchte Mumie. Im letzten Part hatten wir die wahrscheinlich asozialste Formation, die man in diesem Spiel haben kann von Gegnern. Haben es aber trotzdem irgendwie überstanden. Und sind auch plötzlich auf eine sehr dumme Art gestorben. Also wirklich, das war mega asozial. Also, ja. Und naja, jetzt machen wir einfach weiter und retten die Frau vom. Wie hieß der Kerl nochmal? Ich habe den Namen echt gerade vergessen. Also, genau, Norman. So war der Spitzname. Also, so wurde der Name angegeben. Ob das der richtige Name von ihm ist, keiner weiß es. Auf jeden Fall, die Frau heißt Keter. Das wurde uns schon oft genug eingeheult. Und wer sich wundert, warum gestern kein Part kam, ja, also gestern hätte ich eigentlich wieder aufnehmen müssen, aber ganz ehrlich, ich hatte sowas von keinen Bock auf irgendwie aufzunehmen und deswegen habe ich es einfach gelassen, damit ich keine scheiß unmotivierten Parts bringe, die dann voll der Müll sind und was weiß ich nicht alles. Da lasse ich lieber für einen Tag die Videos aus und mach dann am nächsten Tag Videos, die dann auch Motivation beinhalten. Schnell auf Fernkäfer wechseln. Lol, das bleibt einfach vor mir stehen, krass. So, also, ja, okay, darauf habe ich schon mal keine Lust mehr. Obwohl, doch, ich muss hier ja irgendwie schon hin, ne? So, du kannst weggehen, danke. Ich muss nämlich diesen Stein, der hier ist, zerstören. Weil ich muss hier später nochmal hin. Und zwar genau daher, weil. Obwohl doch, man kommt hier anders hoch, aber das ist, glaube ich, einfacher. Also, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, du hast ganz. Fuck you. Schmeiß uns halt weit weg! Habe ich davon schon einen? Mal nachgucken. Ja, grüner Riesenwurm. Ach komm, ich catch einfach alles, was ich kriegen kann. Und die vier kann ich alle kriegen. Also es gibt vier Stück davon, wer hätte es gedacht. Und die kann ich eigentlich alle ganz locker fangen, weil die sind eigentlich die leichtesten Gegner zu fangen, finde ich jetzt. Weil man muss einfach nur wissen, wie man den ausweicht, dann hat man gegen die schon gewonnen. Einfach kurz hinlaufen, den rauskommen lassen. Zack, zack, zack. Okay, das war jetzt voll dumm. So. Dann. So von mir aus auch. Und dann einfach den Fangkäfer dahin. Und zack. Ja, also. Jetzt muss ich da hinten auch noch rüber, ne? Ja, muss ich. Und das geht, indem ich da unten hergehe. Vorher lade ich meine Angst noch auf, weil da unten lauert was Böses. Das war genau dieser Baum. Nein, den fange ich auch, weil der. Das ist eine Sonnenblume, was? Das ist was? Wo ist das eine Sonnenblume? Wo zur Hölle ist das eine Sonnenblume? Hat mir das nicht schon mal? Ich muss kurz was überlegen. Hier hoch oder auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Ich hoffe hier, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, was ich tue. Ich muss gleich kurz einen Synchro-Test machen. Sprung. Okay, alles cool, alles cool. Ja, ich glaube, die Seite hier war korrekt. Die Seite war korrekt. Ja, die Seite war korrekt. Wollte ich was Cooles machen, dann frisst er mich aus der Luft. Krasser Boy. Ah, der wollte mich anspringen. Noob. So, also, dich müssen wir jetzt darüber werfen. Okay, das ist weg. Das wird zu weit geschätzt. Das wird zu weit geschätzt. Und jetzt ist diese Aufgabe, die wir machen müssen, relativ einfach. Nur das zieht sich halt übel in die Länge.
So, wir müssen nämlich diese farbigen Statuen auf die richtige Stelle bringen. Das heißt, den blauen zum blauen Punkt, den roten zum roten Punkt, den gelben zum gelben Punkt. Punkt, so. So, das heißt, ich kann jetzt den grünen hier auch schon wegmachen. Dann bringe ich schon mal die so weit dahin, wo sie hin müssen, damit ich es gleich einfacher habe. Das ist nämlich von der Theorie her clever. Der grüne, der muss wieder hier hoch. Wo ich ihn her habe, natürlich halt auch. Und, was zum Fick war das? Und da oben ist noch der gelbe. Okay, der muss dann auf die andere Seite davon, weil da waren ja diese 2K-Ankreisepunkte. So, da drauf. Zack. Und die zwei, die kann ich jetzt dann auch locker. Na, das ist jetzt die etwas kompliziertere. Also ist es nicht gerade schwer, aber es ist kacke. Wegen diesem Feuerkollegen, der mich gerade vollkommen ignoriert hat. Was hat der angegriffen? Ja, jetzt komm mal schneller, ey. Das zieht sich hier einfach so übel in die Länge. Weil man muss einfach warten, bis das hoch und wieder runter geht und wieder hoch. War das jetzt hier das Blau oder auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Das kann jetzt sein, dass ich umsonst hinlaufe mit dem. Nein, das war korrekt. Perfekt. Ist mir aber auch schon passiert, dass ich hier oben stand mit dem Ding und dann stand auf Viereck, habe ich auf Kreis gedrückt zum Werfen. Und dann lag der wieder unten. Du gehst erstmal fett reinsterben. Danke. So, jetzt müssen wir warten, bis der wieder runterkommt. Und zack, drauf da. Hey, das geht ja schneller als sonst immer. Irgendwie ist das hier gerade kacke. Okay, es klappt. Alles cool. So, jetzt warten wir, bis er wieder hochgeht und dann werfen wir und dann gehen wir hinterher. Zack, so, das ging doch voll schnell eigentlich. Sonst hat mich das Feuergürtel hier immer dran gehindert, dass ich da hochkomme. Aber diesmal ist alles cool. Hä, den habe ich schon hier gekillt, echt? Krass. Sprung. Lieber nochmal nachgucken. So. So, jetzt bloß nicht in die Lava fallen, weil, also eher gesagt runterfallen, weil dann ist alles. Dann sind alles ist dann weg. Alles ist weg einfach. Ah, fuck, ich hätte mir das eben einfacher machen können. Fällt mir gerade so auf. Egal. Jetzt muss ich nämlich zwei oder dreimal auf die eine Seite hoch, um überhaupt irgendwas zu schaffen. Ich würde gern drain. Drain. Ah, ach, ja, nee, gar nicht, muss ich nicht. Ja, da relativ, es geht. Da ist ein Schatten, der nicht von mir ist. Da war gerade ein Schatten, der nicht von mir war. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt oder ob ich mir das einfach nur eingebildet habe. Unten an diesem Ding, was dann hoch und runter gefahren ist, da stand irgendwie so ein Schatten. Ich weiß nicht, ob nur ich den gesehen habe oder ob der wirklich da war. Also es war nicht der Schatten von diesem Ding, was hoch und runter geht, sondern von einem Menschen. So wie ich halt. Also hier jetzt in-game. Also irgendwie, das war verwirrend. So, da hoch, zack, zack. Ach ja, hier der Kollege lebt noch, stimmt. Den fangen wir auch noch, ganz ehrlich. Ich meine, warum nicht? Warum sollen wir uns nicht die Zeit nehmen? Und ich meine, das geht sogar echt schneller, als ihn zu töten. So, jetzt müssen wir ihn nochmal runter, das Ding da draufstellen. Boah, ich habe gerade echt gedacht, ich falle jetzt runter und sterbe, dann muss alles neu machen. So, aber das kann jetzt noch passieren, weil ich bin noch nicht fertig. So, so. Und so. Okay, perfekt.
Yes, das scheint doch alles gut gelaufen zu sein bis jetzt. Ich habe mal wieder keinen Timer geschaltet. Ohne Moment, jetzt muss ich erstmal mein Handy. Ja, fuck you. Back halt rum, jetzt habe ich das super falsch eingegeben. Ich denke mal. Ich mache jetzt einen 10-Minuten-Timer oder sowas, ich weiß es nicht. Ich mache mal lieber auf 8, weil dann habe ich lieber einen kürzeren Part als einen, der viel zu lang ist. So. Kann ich jetzt? Sperrmusterzeichen. Ja, ich würde gerne. Danke. Timer. 08 Minuten. So. Jetzt haben wir das Ding offen. Jetzt brauchen wir nur noch so einen fetten. Oh yeah. Boom. Boah, das lange dauert, krass. Wir haben noch nur so ein rollendes Ding, so ein Feuergürteltier, oder? Eigentlich sollten wir das haben, ne? Gut, haben wir. Perfekt, perfekt, perfekt. So, können wir es halt schön aufmachen. So. Fangkäfer, catchen wir dich eben. Zack. Ja, mein Deutsch ist gerade echt perfekt. Ich speichere jetzt das Spiel lieber ab, weil ich weiß halt nicht, ja, wie sehr mich das Spiel jetzt mag und wie sehr nicht. Ich habe keinen Bock, nochmal alles neu zu machen. Ich sag nur Kampfgeschehen zu rechten. Host, Host. So, aber das ist jetzt eigentlich relativ easy, was jetzt kommt. Ja, doch, das. Ja, da bin ich aber auch verreckt letztens. Ne? Also, das wollte ich ja noch schnell machen, hat nicht geklappt. So, also, hier ist ein komischer Baummensch. Jetzt kann ich dich fangen. Das ist cool. Das ist cool. Ey, gib mir halt das, was ich gerade am allerwenigsten eigentlich brauche. Aua. Bastard. Ah, nee, ich brauche noch Dürrefett. No. Fuck, das habe ich voll vergessen. Ich brauche einen. Okay. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Ich dachte, es kommt irgendwie was Schlimmes, dass ich nochmal 10 brauche oder so. Einer, das geht ja. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Genau deswegen, weil die Dinger gehen hoch und runter, selbstständig. Da warte ich lieber einmal zu lang als einmal zu kurz und hab dann halt Glück. Ach komm, ich catch jetzt einfach beide, wenn der schon sein Ei ausspuckt noch. Ich hatte so. Ach ja, stimmt, ich brauche sowieso noch einen. Jetzt können wir Faxen machen, bis das Ding da ist. Perfekt. Oh mein Gott. Da jump ich einfach zu weit. Nee, das kannst du vergessen. Da lade ich mir lieber nochmal meine Angst auf. Und gehe das ganz gechillt alles an. Wow, ein Ang. Wow. Bestes Spiel der Welt. So, auf jeden Fall, jetzt müssen die wieder hochgehen. Hoch. Hoch. Perfekt. Es klappt bis jetzt auf meinen Befehl alles. Also, auch wenn es jetzt auf den zweiten klappt, aber es klappt auf meinen Befehl. So, Tyra fällt so. Oh, Konnichiwa! Ich finde, diese Explosionen sind so geil. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, doch, man hat den Controller vibrieren gehört. Das passiert bei so einer einzelnen Explosion nur, also das ist krass. Wo muss ich das Ding jetzt hinstellen?
nachher, stimmt hier. Ach, der Kollege, den gibt's auch noch. Der ist der Schlimmste von allen. Den kann man aber auch irgendwie fangen, nur das ist arschkompliziert bei dem. Man muss halt schon vorher dastehen, wo der rauskommt, und das ist, naja, nicht gerade die coolste Sache. Ja, genau. Nein, aus, böse. Boah, das ist so scheiße, mit dem den zu fangen, ne? Ich glaube, jetzt sollte der blinken, oder? Nee, immer noch nicht. Willst du mich haken? So, perfekt, abgewehrt. Ich krieg den noch. Ey, das ist nervig. Nein, da war er fad. Oh! Yes. Jetzt sollte ich ihn fangen können. Ja, definitiv, der hat gelb geblinkt. Fuck, Mann, ich habe kaum noch Leben. Oh Gott, danke, dass du gut zu mir bist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fuck. Okay, aber das machen wir jetzt so schnell. Den Baum fange ich, das Ding, was aus dem Boden kommt, nicht. Ich trinke gerade noch ein. Also, ja, das sollte jetzt schnell gemacht sein. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich brauche zwei Fettsäcke. Jetzt brauche ich das Ding erst wieder oben. So, okay. Puh, jetzt ganz schnell den Baum töten. So, perfekt. So, jetzt brauche ich meine coolen Kleinen. Ach, schade, ich wollte schnell springen. Das hat nicht geklappt. Jetzt ganz schnell darüber, damit ich den da hinstellen kann. Auch wenn ich arschlangsam laufe mit dem Ding. Das ist mir gerade egal. Ich will das jetzt einfach nur fertig kriegen. Und du bist ein dicker Hurensohn. Ein dicker Hurensohn. So, jetzt brauche ich meinen als Mautheimer. Wo ist der? Da, okay. Mit der Mumie wäre das alles sehr viel einfacher. So, Nummer 1. Nummer 2 sollte jetzt auch aktiv sein. Okay, doch, danke. Und Nummer 3. So. Geht doch. Das war jetzt viel einfacher und sehr viel schneller. So, jetzt habe ich das Feuer, das Ding nicht verkacken. Das wäre nämlich dumm. So hätten wir die Frau jetzt auch gerettet. Alter.
Gut, also ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Wertung da. Es würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Swings und die verfluchte Mumie. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao, ciao.